Okay, wir fangen wieder heute im Stand an. Die Arme ganz locker neben dem Körper, die Füße schön im Boden spüren, sich von den Füßen bis hoch zum Kopf einmal ausrichten, verlängern und so ein paar Atemzüge ganz bewusst durch die Nase ein und durch den Mund ausatmend. Tief ausatmen und spüre, wie mit jeder Ausatmung die Rippen jetzt aufeinander zu und Richtung Becken gleiten, wie die Taille ganz schmal wird und wie auch Beckenboden und Bauch hier aktiv werden. Und dann ziehen wir die Schultern ganz sanft hoch mit der Einatmung und lassen sie ganz sanft wieder sinken mit der Ausatmung. Einatmend Schultern hochziehen und ausatmend wieder absenken. Und so ein paar Mal. Und so einen ganz gleichmäßigen Atemrhythmus auch in Verbindung mit der Bewegung. Und wenn wir das nächste Mal unten sind, dann bringen wir die Schultern vorne zueinander. Und anschließend hinten zueinander. Und aus. Und ein. Arme sind ganz locker. Die bewegen sich einfach nur mit, weil sich die Schultern bewegen. Und noch einmal vorne zueinander kommen. Und noch einmal hinten. Dann lassen wir die Arme ganz locker hängen, ziehen uns nochmal in die Länge und lassen den Kopf jetzt ganz weich von einer Seite zur anderen Seite gleiten. Immer ein Ohr sinkt Richtung Schulter. Die Schultern bleiben ganz ruhig. Ganz genüsslich hier von einer Seite zur anderen Seite gleiten. Einmal auf jeder Seite und dann kommen wir zurück zur Mitte und bleiben ganz lang und schauen jetzt einmal über die rechte Schulter und anschließend über die linke, immer abwechselnd jetzt. Schön lang Nacken und so eine Krone auf dem Kopf tragen. Und auch hier wieder einmal zu jeder Seite drehen. Und dann kommen wir zurück zur Mitte, bleiben ganz aufrecht im Rumpf, beugen die Knie, bleiben hüftbreit parallel, drücken mit den Füßen den Boden und strecken wieder. Mit der Einatmung beugen wir die Knie und aus, wieder strecken. Und wir achten auch darauf, dass die Fußgelenke jetzt ganz stabil bleiben, dass wir jetzt nicht nach innen knicken. Und ziehen so ein bisschen die inneren Fußknöchel hoch Richtung Schambein. Und haben so einen ganz sicheren Stand auf der Außenkante der Ferse und auf den Ballen vom großen Zeh. Und das machen wir noch ein letztes Mal. Beugen. Und wieder strecken. Und jetzt heben wir immer eine Ferse hoch und dehnen so richtig unsere Zehengrundgelenke aus. Immer abwechselnd. Auf der einen Seite jeweils die Ferse, das Gewicht bleibt in der Mitte. Also müssen nicht das Gewicht rüberschieben, sondern wir bleiben in der Mitte mit dem Gewicht. Mit dem Gericht wollte ich schon sagen. Gewicht. Nicht zur Seite schaukeln, sondern bleiben einfach in der Mitte und lösen immer eine Ferse und haben das Gewicht trotzdem auf beiden Füßen. Und auf der Seite, wo wir mit der Ferse hochkommen, kommen wir auf den Ballen vom großen Zeh. Noch einmal auf jeder Seite. Und dann beugen wir nochmal die Knie. Drücken die Füße in den Boden rein, strecken die Knie und bringen die Arme auf eine lange Linie
und komm wieder zurück. Knie beugen, Arme wieder absinken und wieder. Füße drücken den Boden rein. Die Arme schweben jetzt hoch, als ob da Marionettenfäden an den Fingern befestigt sind. Schulterblätter rutschen am Rücken entlang nach unten. Und das machen wir noch ein letztes Mal. Und dann lassen wir die Arme hier, wo sie sind. Und schieben jetzt den Brustkorb immer abwechselnd nach rechts und nach links. Die Handflächen zeigen nach unten. Schieben von einer Seite zur anderen, lassen die Schultern dabei aber ganz locker. Immer wieder gucken, dass hier oben keine unnötige Spannung reinkommt. Da sind wir immer Weltmeister drin, da oben anspannen zu wollen. Sich dran zu erinnern, immer wieder, dass die Schulterblätter rutschen, ist nicht verkehrt. Noch einmal zu jeder Seite. Und dann lassen wir die Arme wieder sinken. Beugen nochmal die Knie. Und lassen jetzt wieder den Kopf zur Seite gleiten. Lassen die Brustwirbelsäule mitgehen. Jetzt drücken die Füße in den Boden und die Hand hier, die schiebt jetzt Richtung Boden und bringt auch hier wieder die Schultern in den Kopf zurück. Zur anderen Seite der Kopf beginnt. Knie beugen. Die Brustwirbelsäule geht jetzt auch in diese seitliche Beugung. Ihr könnt den Arm so ein bisschen mitnehmen. Und jetzt drücken die Füße in den Boden und die Hand zieht Richtung Boden und holt uns wieder zurück. Und nochmal. Kopf beginnt, Knie beugen, Brustwirbelsäule folgt. Und mit der Hand zum Boden schieben und sich langsam wieder aufrollen. Ein letztes Mal. Kopf beginnt. Brustwirbelsäule folgt, Knie gebeugt und dann mit der Gegenhand hier wieder sich zurückholen. Und wir gehen nochmal zur anderen Seite jetzt, bleiben ganz locker, beugen die Knie und beschreiben jetzt eine Vierteldrehung und drücken hier auf der Mittellinie in den Boden rein und rollen wieder auf. Und das gleiche zur anderen Seite, zur Seite neigen, Knie beugen. Vierteldrehung, Füße drücken in den Boden rein und auf der Mittellinie wieder aufrollen. Und nochmal zur Seite, 2, 3, nach vorne, 2, 3 und aufrollen, 2, 3 und Seite, 2, 3 und nach vorne, 2, 3. Und aufrollen, 2, 3. Und wir beugen nochmal die Knie, legen die Hände aufs Becken und beginnen jetzt das Becken ganz weich nach hinten und nach vorne zu bewegen. Die Knie bleiben gebeugt und das Becken bewegt sich jetzt so ganz weich in beide Richtungen. Das könnt ihr mit den Händen auch so ein bisschen begleiten. Das ist jetzt hier die erste Vorübung für Hula Hoop. Nämlich als nächstes kommt jetzt die Seite. Knie bleiben gebeugt. Die Füße auch gut im Boden spüren. Und jetzt kommen wir ins Kreisen. Einen schönen, großen, langsamen Kreis. Richtig auskosten. Mit den Fingern hier einmal so aufs Becken rum, dann könnt ihr das auch schön begleiten. Und das Ganze dann auch in die andere Richtung. Alles schön durchbewegen. Und dann legt die Arme einmal runter und macht einfach mal so ein bisschen fantasiemäßig, lasst die Arme einfach mitgehen, Freestyle, wo ihr jetzt das Gefühl habt, dass es gut tut. Und nochmal in die andere Richtung. Einfach kreisen, alles durchbewegen. Dann kommen wir wieder in der Mitte zur Ruhe, drücken die Füße in den Boden und richten uns wieder auf. Und dann kommen wir an den Rand der Matte, stellen uns da hin und lassen den Kopf jetzt würdevoll nach vorne rollen. Lassen das Brustbein ganz weich werden, beugen die Knie, kommen mit den Händen auf die Matte, wandern nach vorne in den Vierfüßler und bewegen ein paar Mal einfach das
Becken und den Kopf zueinander und voneinander weg. So einmal in diese wütende Katze und dann einmal in diese Aufstreckung reingehen. Bleiben jetzt in so einer gewissen Dynamik. Bewegen in beide Richtungen. Und fühlen auch den Kontakt jetzt hier mit den Händen, mit den Schienbeinen, mit den Fußrücken. Nutzen das auch so ein bisschen aus. Bewegen auch hier nochmal die ganze Wirbelsäule durch. Und dann kommen wir nochmal richtig in die Länge. Und jetzt bewegen wir immer seitlich den Kopf und das Becken zueinander und wechseln immer die Seite. Das Gewicht bleibt, wie es ist. Das ist so ein bisschen, als ob wir uns jetzt um so einen Baum rumwickeln wollen. Ja, immer Kopf und Becken kommen zueinander. Von oben sieht die Wirbelsäule aus wie ein C. Und wir schieben jetzt nicht das Gewicht irgendwie weg, sondern wir bleiben auf den Händen, auf den Beinen, wie wir sind. Das ist nur die gesamte Wirbelsäule, die sich bewegt. Jetzt verbinden wir die letzten beiden Bewegungen miteinander. Wir kreisen jetzt den Kopf und das Becken. Und wenn wir Lust haben, können wir dann auch noch mal ein bisschen die Arme auch ein bisschen locker lassen zwischendurch. Kreisen Kopf und Becken. Bewegen noch mal alles durch. Ganz locker, ganz weich. So gleich schön liegen und das Gleiche auch in die andere Richtung. Kreisen. Jetzt einfach so ein bisschen wild wie so eine Katze. Und dann kommen wir hier wieder in die Rundung, schieben nochmal in die Matte rein. Und dann bringen wir den Po Richtung Ferse. Und komm anschließend über die Seite jetzt hier in die Rückenlage. Legen uns über die Seite auf den Rücken. Strecken erstmal kurz die Beine aus. Nacken lang, Brustwirbel, Rippen liegen gut auf, Becken liegt gut auf. So einen kleinen Moment nochmal nachspüren. Wie der Körper jetzt aufliegt. Und dann lassen wir das rechte Bein in die Parallele kommen, das heißt die Kniescheibe zeigt nach oben, schleifen den Fuß über die Matte, öffnen das Bein und schleifen es wieder zurück. Und jetzt müsst ihr das Becken auch gar nicht irgendwie festhalten, das Becken darf sich mitbewegen. Parallel ranziehen, in die Außenrotation öffnen und dann wieder zurückschleifen. Und jetzt noch nichts irgendwie extra anspannen, kontrollieren, sondern ganz locker in den Boden reinfließen. Und das Ganze machen wir auch in die andere Richtung. Das Bein jetzt außen rotiert, das gleiche Bein ranziehen, parallel drehen und über die Matte zurückschleifen. Und den Boden jetzt einfach nutzen. Noch zwei Stück. Und den Atem lasst ihr einfach laufen. Einfach bitte nicht die Luft anhalten. Ein letztes Mal. Und dann lassen wir das Bein kurz ausgestreckt und spüren etwas nach. Wie fühlt sich die rechte Seite an, wie die linke? Und dann drehen wir das linke Bein parallel. Lass es parallel über die Matte schleifen, zu uns ran. Öffnen es. Und schleifen wieder ganz locker über die Matte zurück in die parallele Position. Den Atem einfach laufen lassen. Und das Becken darf jetzt mit schaukeln. Nichts festhalten im Moment. Und dann machen wir von hier aus jetzt auch die andere Richtung. Wir drehen das Bein auswärts und in der Außenrotation ziehen wir es ran, drehen es parallel und schleifen uns wieder zurück. Jetzt die andere Richtung, gleiches Bein, andere Kreisrichtung.
Und dann lassen wir den Fuß aufgestellt das nächste Mal, holen das andere Bein auch ganz locker zu uns ran. Die Füße stehen jetzt nebeneinander, locker aufgestellt, relativ nah am Po. Und dann schieben wir mit den Füßen sanft in den Boden rein und lassen das Becken nochmal ganz weich in die Matte reingleiten und kehren wieder zurück. Und sortieren uns nochmal so ein bisschen, gucken jetzt, wie fühlt sich das heute an, wie beweglich ist die Wirbelsäule in diesem unteren Bereich, wie fühlen sich die Schultern, Nacken, Kopf an. Das Ganze jetzt mit möglichst wenig Kraftaufwand wieder machen. Und völlig aus der Idee rausgehen, dass irgendwelche Muskeln jetzt was machen müssen. Sondern lass die Bewegung mit so einer schönen Leichtigkeit laufen. Als ob die Knochen jetzt nur noch hier sich von selbst bewegen. Und dann ein letztes Mal. Dann finden wir für das Becken eine schöne Position und bringen die Füße ein bisschen weiter nach vorne. Und legen eine Hand unter den Kopf, die andere aufs Brustbein und gehen in den Sternum Drop. Mit der Ausatmung wird das Brustbein weich. Und durch das Sinken des Brustbeines löst sich der Kopf. Und mit der Einatmung geht es wieder zurück. Und dann wechseln wir die Hände. Ganz locker in den Schultern auch bleiben. Ein letztes Mal. Dann legen wir beide Hände unter den Kopf. Bringen wieder die Oberarme in die Schultergelenke rein, klappen die Ellenbogen ganz leicht hoch und heben jetzt Kopf nach den Schultern ab. Kopf liegt locker in den Händen drin. Und jetzt ein Stückchen höher. Und mit der Einatmung geht es wieder zurück. Aus der Länge der Rückseite, aus dem sinkenden Brustbein, jetzt hier hochkommen. Mit der Ausatmung. Ein, zurück. Und noch zwei Stück. Und dann lassen wir die Hände unter dem Kopf liegen, strecken die Beine aus, klappen die Ellenbogen jetzt einfach zur Seite, sodass sie auf dem Boden liegen. Und lassen den Kopf ganz entspannt so in die Hände reinrutschen und jetzt langsam nach rechts und links drehen. Ihr kennt das ja, das knistert dann immer so ein bisschen mit den Haaren. Und man quasi auf der Stelle da so rutscht. Nacken ist ganz lang. Sofern man Haare hat, knistert es. Und dann bringen wir wieder die Oberarme in die Schultergelenke rein, die Ellenbogen etwas hochkloppen, die Beine zusammenbringen, Füße strecken und wieder Kopf nach den Schultern abheben. Immer beim Hochkommen die Beininnenseiten richtig ein bisschen zusammendrücken, dass die Innenseiten arbeiten. Noch einmal auf der Mittellinie hochkommen und dann diagonal. Und dann könnt ihr immer mit der Schulter zum gegenüberliegenden Hüftgelenk kommen und immer darauf achten, wie immer, dass ihr nicht mit den Händen den Kopf hochschiebt, sondern dass ihr wirklich eure Bauchmuckis auch benutzt. Diagonal hochkommen. Und das Ganze ein letztes Mal. Und dann machen wir nochmal zwei auf der Mittellinie. Und
Dann entspannen wir die Beine, ziehen die Hände nach hinten raus, lassen die Arme einfach mal hinten liegen, großen Zeh nach außen sinken und sinken entspannt in die Unterlage rein. Sehr schön. Dann stellen wir die Füße wieder auf. Und legen die Arme jetzt ganz locker neben den Körper, die Füße relativ nah zum Po. Und dann machen wir einfach mal so 3, 4 lockere Bridgings. Gehen immer mit der Ausatmung in die Bewegung und bleiben mit der Einatmung, wo wir sind. Versucht immer, das Brustbein zuerst weich werden zu lassen über die Atmung und wirklich jeden einzelnen Wirbel zu spüren. Leiste auch richtig aufzuziehen. Und noch ein letztes Mal. Und dann stellen wir die Füße wieder ein bisschen weiter nach vorne. Dass die Knie etwa am rechten Winkel sind, heben die Arme, Handflächen gucken zueinander. Und während wir die Arme absenken, heben wir Kopf, Nacken, Schultern ab. Jetzt bleiben wir hier oben und heben mit der Einatmung nur die Arme hoch, bis die Fingerspitzen zur Decke zeigen. Und mit der Ausatmung schmelzen wir wieder zurück auf die Matte. Und dann wieder Arme absenken, Kopf, Nacken, Schultern abheben, ausatmen. Nur die Arme heben mit der Einatmung. Mit der Ausatmung wieder zurückkehren auf die Unterlage. Und von vorne. Ausatmend, Kopf, Nacken, Schultern abheben. Immer über die Länge der Rückseite gehen, über das Weichwerden des Brustbeins. Ein, die Arme steigen hoch und ganz locker hier auf die Schultern lassen, so die Schultern reinfließen und wieder zurückkehren. Und noch einmal. Ausatmend, hochkommen. Einatmend, die Arme. Und aus, wieder zurücksinken. Und die Arme absenken und die Füße wieder etwas näher ranstellen. Und dann kommen wir wieder hoch ins Bridging. Mit der Ausatmung kommen wir hoch ins Bridging. Mit der Einatmung führen wir die Arme hoch, schulterbreit. Lassen die Arme und mit der Ausatmung rollen wir wieder langsam jeden einzelnen Wirbel auf die Matte ab, zurück und lassen dann mit der Einatmung die Arme wieder neben dem Körper auf die Matte kommen und wieder ausatmend hochkommen ins Bridging, ein, die Arme folgen und aus, wieder zurückrollen, jeden einzelnen Wirbel spüren, ganz liebevoll ablegen. Und mit der Einatmung wieder die Arme auch zurück neben den Körper bringen. Und ein letztes Mal. Und dann können wir die Füße wieder ein Stückchen weiter nach vorne auflegen, legen die Fingerspitzen hier auf die Beckenknochen, gerade so eben die Fingerspitzen auf die Beckenknochen legen. Becken bleibt ganz ruhig, richtig in die Matte reinsinken und dann das rechte Bein in die 90-Grad-Position bringen. Tief einatmen und mit der Ausatmung wieder das Becken sinken lassen, Bauchdecke nach innen ziehen. Und das linke Bein ebenfalls in die 90-Grad-Position bringen. Jetzt heben wir die Arme hoch
Und mit der tiefen Ausatmung wird das Brustbein wieder weich, die Arme sinken und wir heben Kopf, Nacken, Schultern ab. Jetzt umfassen wir alle mit der rechten Hand den rechten, das rechte Schienbein außen so, Wade. Linke Hand innen am rechten Knie, ja, wie so eine Schiene. Die eine Hand ist außen, die andere innen. Dann strecken wir das linke Bein nach oben aus und senken es ab. Heben es wieder hoch und beugen es und wechseln die Hände. Jetzt habe ich die linke Hand außen und die rechte Hand innen. Und wieder nach oben strecken und absenken. Wieder nach oben abheben und wieder beugen und wechseln. Tief aus und ein auf dem Rückweg. Noch ein letztes Mal. Und dann umfassen wir mit jeder Hand ein Knie, ziehen die Beine ganz nah zu uns ran und sinken zurück auf die Matte. Und jetzt können wir mit jeder Ausatmung die Beine noch mal ein bisschen ranziehen und mit der Einatmung etwas entfernen. Und dann bringen wir Stirn und Knie ganz nah zueinander und bringen dann, wenn der Oberkörper so schön abgehoben ist, die Beine wieder in die 90-Grad-Position zurück. So. Und jetzt mit der nächsten Ausatmung, die Arme legen wir neben den Körper, strecken wir beide Beine nach oben Richtung Decke. Ziehen den Bauch nach innen und mit der Einatmung langsam wieder zurück. Mit der nächsten Ausatmung beide Arme abheben. Ein wieder zurück, so die kleinen Finger hier auflegen. Und aus, Beine wieder nach oben strecken. Ein wieder beugen und aus wieder die Arme. Und beim nächsten Mal beide Bewegungen zusammen. Ausatmen, Arme nach oben heben, Knie strecken. Ein langsam wieder zurückkehren. Und noch einmal. Und dann ziehen wir die Knie wieder ganz nah zu uns ran. Kommen zurück auf die Matte, stellen die Füße wieder ab, relativ eng zum Po, ein bisschen enger als sonst und legen die Arme jetzt ab, ich sage mal in so eine Kaktusposition. Die Oberarme sind jetzt auf einer Linie und die Ellenbogen im rechten Winkel. Handflächen zeigen Richtung Decke und dann rollen wir nochmal das Becken ganz weich nach hinten und kommen wieder hoch ins Bridging. Atmen ein und mit der Ausatmung wieder von oben langsam zurückkehren. Wir machen nochmal so ein paar Runden Bridging. Ein letztes Mal mit der Ausatmung nach oben kommen, einatmen bleiben und aus wieder zurückkehren. Und dann klappen wir die Arme einfach wieder um, strecken sie aus. Strecken die Beine, drehen die Handflächen nach oben und genießen so einen kleinen Moment den Boden, die Schwerkraft. Und dann kommen wir auf die Seite und bringen Ferse, Po, Hinterkopf auf eine lange Linie. Den unteren Arm strecken wir aus. Das heißt, die Beine sind nicht irgendwo hier vorne, ne? Sind jetzt wirklich so auf einer Linie, die Fersen, Hinterkopf, Kreuzbein als Opfer an der Wand gelehnt liegen.
schieben das Becken etwas raus, so, weil das Becken ist ganz direkt hier übereinander gestapelt und ein bisschen Lücke ist jetzt hier unter der Taille. Ne? Belegt die Hand hier oben drauf, die Finger sind hier so vorne auf dem Darmbeinstachel, der Daumen hinten am Becken und öffnen jetzt in die Muschel. Bleiben hier leicht abgehoben, ne? Das Becken bleibt ganz ruhig. Und jetzt lösen wir als nächstes den Fuß hier. Und jetzt drehen wir das Bein hier aus der Hüfte in die Innenrotation und wieder in die Außenrotation. Ebens leicht, drehen wieder die Innenrotation und wieder zurück in die Außenrotation. Oh, das sieht schön aus. Wie Wasserballett hier. Wunderbar. Und dann bleibt das Bein jetzt parallel. Wir strecken es aus in die Verlängerung des Rumpfes, schieben jetzt die Ferse raus und dann können wir uns dadurch hier nochmal so ein bisschen mehr in die Länge ziehen und führen das Bein nach vorne, strecken es, führen es nach hinten. Muss keine große Bewegung sein. Geflext gehen wir nach vorne, also nach vorne schiebt uns die Ferse, gestreckt gehen nach hinten, der große Zeh führt uns dahin. Und das Becken bleibt ganz ruhig. Ein nach vorne und aus, ein Stückchen nach hinten. Sehr schön. Und dann legen wir die Beine übereinander, stützen uns mit der freien Hand jetzt ab und kommen hier auf den Unterarm. Handfläche gut aufgesetzt. Pass auf, dass der Arm jetzt hier, ne, eine gute Position im Verhältnis zur Schulter findet. Der andere liegt hier. Jetzt lassen wir einmal die Schulter komplett los. Und dann drücken wir mit der Handfläche mit dem Unterarm in die Matte und bringen unser Schulterblatt wieder richtig in Position, dass die Schulter ganz weit hier ist. Und lassen wieder los. Und wieder drücken. Und lang ziehen. Und wieder loslassen. Hängen. Und wieder drücken. Jetzt bleiben wir hier. Bleiben jetzt hier ganz lang in der Wirbelsäule. Man muss jetzt hier so diese schräge Bauchmuskulatur schon ordentlich arbeiten. Bringen wirklich die Schultern weit weg von den Ohren, haben so einen ganz langen, eleganten Nacken. Und lösen jetzt immer mit der Ausatmung unser Becken und kommen wieder zurück. Aber bleiben mit der Schulter hier platziert. So, als ob das die untere Seite des Beckens die obere nach oben schiebt. Und die Hand hier am Becken lassen und ihr könnt auch den Arm strecken. Und da aufpassen, dass der Arm nicht irgendwo hinterm Körper landet, sondern wirklich in der Verlängerung ist. Kopf ist in der Verlängerung auch. Achtung, lasst den Nacken ganz lang. Und dann könnt ihr wieder zurück auf die Matte kommen. Ganz bequem hinlegen, die Beine so ein bisschen ranziehen. So ein bisschen Richtung Matte drehen auch, entspannen. Und dann stützen wir uns auf die Hand und kommen jetzt hier auf das Schienbein und den anderen Fuß legen wir hier so auf. So, die Hand ist hier so in der Verlängerung, der Arm ist jetzt hier oben. Passt auf, dass der Arm nicht irgendwo hinter euch landet. Beide Schultern weit weg von den Ohren, sich lang ziehen. So, jetzt dürft ihr den Arm langsam in die Verlängerung eures Beines bringen und langsam wieder nach oben. Passt auf, dass ihr mit den Schultern nicht hier seid. Zieht die Schultern in Position. Genau, sehr schön. Wunderbar. Und der Arm geht immer nur wieder hoch, so dass die Fingerspitzen Richtung Decke zeigen jetzt. Und dann geht er in die Verlängerung. Sehr schön. Und das nächste Mal, wenn der Arm jetzt hochkommt, dürft ihr das Bein auch heben. Und wieder zurückbringen. Und wieder heben. Und dann wieder auf die Schultern achten.
Ne? Passt auf, dass der Spielarm nicht hinter eurem Rumpf landet. Noch zwei Stück. Und wenn ihr eure Schulter spürt, ist es ein Zeichen, dass ihr euer Schulterblatt nicht richtig platziert habt. Schon in der Vorübung vermutlich nicht. Und dann bringt ihr beide Beine hier nebeneinander und kommt als nächstes über die Seite hier ins Bäckchen. Entspannt ein bisschen. Und langsam wieder aufrollen. Und jetzt geben wir uns besonders viel Mühe, dann später auf der anderen Seite die richtige Position fürs Schulterblatt zu finden. Aber erstmal kommen wir noch die anderen Übungen. Ah, wer ist denn da? Na komm, geh mal hier auf dein Platz. Ja, jetzt geht jetzt noch nichts. Geh mal auf dein Platz. So, Ferse, Po, Hinterkopf sind wieder auf einer langen Linie. Und die Taille wieder so ein bisschen zeigen. Ne? Das Becken ist hier direkt übereinander. Ein bisschen Lücke hier lassen. Und dann gehen wir erstmal ein paar Mal wieder in die ganz klassische Muschel. Wir öffnen in die Außenrotation und kehren wieder zurück. Lasst ruhig die Hand hier so auf dem Becken. Und dann könnt ihr euch so ein bisschen unterstützen, dass ihr da nicht wegrutscht. Ich habe immer die Hände so da drauf, ne? Die Finger vorne und den Daumen hinten, so am Beckenkamm. Und dann heben wir das Bein ab, drehen es in die Innenrotation und wieder zurück in die Außenrotation. Nach innen drehen, nach außen und wieder etwas heben. Nach innen und nach außen. Das Becken bleibt dabei ganz ruhig, ne? Bleibt immer direkt übereinander. Hier keine extra Geschichten. Und dann können wir das obere Bein hier wieder ausstrecken. So. Den Fuß flexen und mit der Einatmung nach vorne führen ein Stückchen. Fuß strecken und mit der Ausatmung nach hinten. Und ein. Und immer noch versuchen hier ganz gerade in der Wirbelsäule zu bleiben und aus. Ganze Wirbelsäule ist lang. Ein letztes Mal. Und dann können wir uns hier hochstützen auf den Unterarm jetzt hier. Und jetzt achten wir wirklich drauf, dass wir diese Vorübung nutzen. Wir lassen los und durch das Gewicht, das wir jetzt mit dem Unterarm, mit der Hand in die Matte geben, bringen wir unser Schulterblatt hinten am Rücken in Position und bringen ganz viel Raum hier ins Schultergelenk. Und lassen wieder los. Und diesen Gegensatz spüren. Jetzt ist die Wirbelsäule lang. Die endet in der Mitte des Kopfes, also guckt auch, dass ihr den Kopf hier mit langem Nacken schön in die Linie bringt. Und dann bleiben wir das nächste Mal hier in der Länge. So, passt auf eure Schultern auf, wenn ihr schon halb hängt, ist es doof. Ne? Und dann schiebt mal das untere Becken, das obere Becken etwas hoch und kommt wieder zurück. Aber wir bleiben hier platziert. Und wenn wir wollen, können wir auch wieder hier schon den Arm hochnehmen. Nicht wieder zusammensacken, sondern nur kurz wieder zurückkehren. Wir bleiben lang in der Wirbelsäule. Sehr schön. Machen wir noch ein letztes Mal. Und dann können wir ein kleines bisschen das auslockern. Und dann stützen wir die Hand auf, so, und sind jetzt hier auf dem Schienbein und hier ist unser Bein lang ausgestreckt. Und bewegen wir erstmal ein paar Mal hier den Arm in die Verlängerung. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir hier eben nicht hängen. Ne? Bringt richtig das Gewicht rein, platziert hier euer Schulterblatt. Ganz lang, ganz weit.
Und das nächste Mal geht der Arm jetzt immer nur wieder Richtung Decke und wieder in die Verlängerung des Beines. Und das nächste Mal dürft ihr gleichzeitig jetzt das Bein heben und wieder zurück. Und der Spielarm, da gehen die Fingerspitzen nur Richtung Decke, die Arme sind auf einer langen Linie und dann geht er hier wieder zurück. Und nochmal, Fingerspitzen zur Decke, sehr schön. Und noch zwei Stück. Ein letztes Mal. Ach, und dann können wir wieder hier über die Seite ins Päckchen kommen. Kopf ganz locker. Hoch Richtung Ferse. Und langsam wieder aufrollen, Wirbel für Wirbel. Und dann kommen wir als nächstes in den Vierfüßler. Und jetzt kommen wir in einen ziemlich großen Vierfüßler. Ihr seht das schon, die Hände sind jetzt vor den Schultergelenken, die Knie sind hinter den Hüftgelenken. Und jetzt kommen wir trotzdem aus dem Hohlkreuz raus. Und die Hände könnt ihr ein bisschen breiter aufstellen. Und mit der Einatmung beugen wir jetzt die Ellenbogen und aus wieder strecken. Langsam beugen. Und auch hier, die ganze Wirbelsäule bleibt lang. Ziehen uns in die Länge. Und machen das noch ein letztes Mal. Beugen. Und wieder strecken. Und dann schieben wir uns nach hinten ins Päckchen. Lassen die Arme aber lang nach vorne. Können die Knie ein bisschen öffnen. Und kommen ganz direkt wieder in den Vierfüßler. Und diesmal in den klassischen Vierfüßler. Denken daran, dass der Kopf in der Verlängerung ist, der Nacken lang ist. Und übertragen das Gewicht auf die rechte Hand, das linke Bein und schleifen dann die gegenüberliegende Diagonale am Boden entlang raus, ohne abzuheben. Atmen ein in dieser Position und kehren mit der Ausatmung wieder zurück. Und dann übertragen das Gewicht auf die linke Hand, auf das rechte Bein, schleifen die andere Diagonale raus, am Boden entlang. Bleiben mit der Einatmung und kehren erst mit der Ausatmung zurück. So, nochmal alle von vorne. Stopp, bleibt alle mal im Vierfüßler. Ich zeige euch, was ich nicht sehen will. Wir bleiben jetzt hier, das haben wir vorbereitet. Die Schulterblätter ziehen Richtung Becken. Der Nacken ist lang, der Kopf ist in der Verlängerung, die ganze Wirbelsäule ist lang. Zieht euch erstmal richtig lang. So, diese Länge bleibt jetzt und jetzt übertragt wieder das Gewicht, bleibt in der Länge und schleift langsam raus. Einatmen, wieder bleiben und zurückschleifen mit der Ausatmung. Noch ein letztes Mal, die Länge halten, Gewicht übertragen, rausschleifen mit der Ausatmung, einatmen, bleiben und wieder zurückschleifen. Und ins Päckchen kommen, diesmal mit geschlossenen Beinen, Arme lang neben dem Körper jetzt, Handrücken auf der Matte, Stirn auf der Matte. Oh, einen kleinen Moment entspannen. Dann bringen wir den Po Richtung Ferse und rollen langsam auf, Wirbel für Wirbel. Und dann gerne sich was für den Allerwertesten nehmen zum Hinsetzen, ne? Das ein bisschen unterstützt dann auch sitzt. Könnt auch einen Hocker nehmen, wenn ihr euch richtig bequem machen wollt. Und
Und dann gehen wir jetzt immer abwechselnd einmal vor die Sitzbeinhacker, ziehen das Brustbein auf und gehen einmal hinter die Sitzbeinhacker und lassen das Brustbein zwischen die Schulterblätter gleiten. Atmen tief ein und aus. Und wenn ihr merkt, ihr könnt das Becken da nicht bewegen, dann unterlagert euch noch ein bisschen mehr, dann setzt euch auf was Höheres drauf. Ein Hocker ist auch eine gute Variante. Ja, ihr solltet auf jeden Fall hier gerade werden können, dass ihr nicht so sitzt. Ja, ganz aufrecht und dann das Becken in beide Richtungen abwechselnd. Einmal nach vorne, einmal nach hinten gleiten lassen. Und lasst den Brustkorb, lasst den Kopf jetzt mitgehen. Könnt mit den Händen euch auch so ein bisschen unterstützen. Ziehen und schieben. Und dann kommen wir auf die Mittellinie, kommen auf die Sitzbeinhocker drauf, tauschen die Beine einmal aus, öffnen die Arme jetzt wieder zur Seite und lassen jetzt immer einen Arm hochkommen mit der Einatmung, wieder runter mit der Ausatmung. Schulterblatt gleitet in die Gegenrichtung. Ne? Jetzt ist es auch elementar wichtig wieder, dass ihr hier unten aufgerichtet seid, damit ihr hier auch präsent sein könnt. Dass immer wieder das Schulterblatt rutschen kann. Mach es so ein bisschen spielerisch jetzt hier. Und dann neigen wir uns auch zur Seite, lassen den Arm so ein bisschen hängen am Schluss. Die Seite jetzt richtig schön aufgedröselt wird. Macht mal weiter, abwechselnd rechts und links. Lass den Ellenbogen am Schluss immer so ein bisschen los. Die ganze Seite jetzt hier. Die Faszien mal so ein bisschen erst zur Seite und dann lass den Arm so hinterherkommen. Das Brustbein ist ganz präsent, ganz aufrecht. Noch einmal jede Seite. Wunderbar. Habt ihr alle irgendwas, wo ich so ein bisschen festhalten könnt? Vielleicht ein Hocker oder irgendein Möbel, was in der Nähe ist, dass wir so ein bisschen die Hüftbeuger auch aufdröseln können. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier einen Hocker. Den stelle ich jetzt einfach so ein bisschen vor mich, damit ich mich dran festhalten kann. Dass ihr irgendwas findet, wo ihr euch so ein bisschen, wo ihr ein bisschen Halt findet. So. Und dann habt ihr jetzt hier, dass ihr so seitlich euch da festhalten könnt. Ne? Denn das eine Bein ist vorne, das eine hinten, das Bein ist vorne ist, das seht ihr schon, der Fuß ist ein ganzes Stück vor dem Knie. Ja? Jetzt lege ich die freie Hand hier hinten auf mein Becken und schiebe mein Becken langsam nach vorne und lasse dabei den Brustkorb über dem Becken drüber. Ich habe meine Hand hinten am Kreuzbein hier hinten so. Ne? Und dann achte ich darauf, dass beide Beckenknochen nach vorne zeigen, dass mein Oberkörper eben nicht hier hängt. Ne? Genau. Und dann müsstet ihr spüren, wie die Leiste sich öffnet. Und dann gehen wir so ein kleines bisschen raus und wieder rein. Ein bisschen raus und nochmal rein. Und darauf achten, dass der Oberkörper nicht nach vorne ausweicht. Das ist das Becken, das jetzt hier nach vorne schiebt. Und das mal noch einmal. Und dann kommen wir natürlich auf die andere Seite. Bringen den Fuß wieder so ein ganzes Stückchen vor uns. Ja. Beide Beckenknochen zeigen nach vorne. Jetzt habe ich hier wieder so meine Hand hinten auf dem Kreuzbein und schiebe jetzt mein Becken langsam nach vorne und weiche eben nicht mit dem Oberkörper aus. Ich bleibe, wo ich bin. Gehe da erstmal so ein paar Atemzüge rein, atme da schön rein. Schultern sind ganz weich. Und dann gehe ich so ein paar Zentimeter raus mit der Einatmung und schmelze wieder rein mit der Ausatmung.
Nur noch zwei Stück. Und dann gehen wir dann wieder ganz vorsichtig raus. Und kommen über die Seiten wieder in die Rückenlage. So, legen uns ganz bequem hin. Drehen die Handflächen nach oben. Und schließen unsere Augen. Und lassen den Atem jetzt einfach kommen und gehen. Dann gehen nochmal so in die Konzentration auf den Atem. Und spüren jetzt nach, wie liegen die Füße auf. Liegen die gleich auf oder gibt es da einen Unterschied zwischen der rechten und der linken Seite? Und wie liegen die Unterschenkel auf? Auch hier wieder gibt es einen Unterschied zwischen rechts und links. Und wie und wo liegen die Oberschenkel auf? Auch hier wieder gucken, sind da beide Seiten gleich oder gibt es einen Unterschied? Und dann lass beide Beine ganz entspannt in die Matte reingleiten. Lasst alle Spannung rausfließen. Und dann spürt auch nach, wie liegen Kreuzbein, Becken auf, wie liegt das Gesäß auf. Und lasst alle Spannung herausgleiten. Spannt auch den gesamten Bauchraum, alle Organe, die im Bauch liegen. Die schwimmen jetzt so ganz wohlig in der Körperflüssigkeit. Und dann spürt auch nach, wie viel Abstand ist jetzt zwischen eurer Lendenwirbelsäule und der Matte und wie liegt die Brustwirbelsäule auf, wie liegen die Rippen auf. Und dann lasst auch den gesamten Brustkorb entspannt werden. Entspannt auch die Organe, die im Brustkorb liegen. Lasst einfach alle Spannung jetzt aus der Wirbelsäule, aus dem Brustkorb herausgleiten. Und dann spürt auch nach, wie liegen die Schultern auf? Gibt es da einen Unterschied zwischen rechts und links? Liegen die auf? Liegt eine Seite mehr auf als die andere, liegen beide gleichmäßig auf. Wie fühlen die sich an? Und lasst alle Spannung aus den Schultern herausfließen. Der ganze Rumpf ist jetzt auch entspannt, wird vom Boden getragen. Und dann spürt auch mal nach, wie liegen eure Oberarme auf? Wie und wo liegen die auf? Hier wieder diesen kleinen Rechts-Links-Vergleich anstellen. Und nachspüren, wie liegen die Unterarme auf? Auch hier wieder gucken, rechte Seite, linke Seite. Und wie liegen die Hände auf? Wie fühlen sie sich an? Hände, Finger. Oh, auch hier alle Spannung rauslassen. Beide Arme jetzt vom Boden tragen lassen. Und dann auch nachspüren, wie viel Abstand ist jetzt zwischen der Halswirbelsäule und der Matte. Und wie und wo liegt der Kopf auf? Und auch da alle Spannung rausgleiten lassen, aus dem Nacken, aus dem Kopf. Och, und dann lasst auch eure Gesichtszüge ganz weich werden.
Der Mund ist so ein bisschen geöffnet, die Kiefergelenke entspannt, die Wangen ganz weich. Ach, und auch die Augäpfel sinken ganz weich und entspannt in die Augenhöhlen und die Stirn ist ganz glatt. Auch der Kopf ist jetzt entspannt. Der gesamte Körper ist jetzt entspannt und wird vom Boden getragen. Und dann drehen wir uns so ganz langsam auf die rechte Körperseite, schmelzen so auf die rechte Seite ganz langsam. Und stützen wir uns mit der linken Hand hoch, lassen den Kopf locker hängen, stützen uns so langsam hoch in den Sitz und rollen als letztes den Kopf wieder hoch. Und komm dann als nächstes in den Stand. Stellen uns nochmal mit locker geöffneten Beinen auf. Komm gut in den Boden wieder rein. Und atmen ein. Führen die Arme nach oben. Und atmen aus. Beugen die Knie und nochmal über die Seite die Arme heben, ein, Ellenbogen beugen, Handflächen nach unten, als ob wir so die Luft nach unten schieben wollen. Und nochmal ein. Anthony krummelt schon mit. Uns hört uns ja keiner und jetzt können wir auch nochmal so ein wohliges die Luft einfach rauslassen mit so einem kleinen Ton. Und noch einmal die Arme nach oben bringen. Die Handflächen zusammenführen. Die Hände vors Herz führen. Und sich nochmal vor sich selbst verneigen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Thank you.